Hallo zusammen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Nomen. Erstmal werde ich euch erklären, was Nomen überhaupt sind und woran man sie erkennt. Nomen sind Namen von Menschen, Tieren, Pflanzen, Dingen und Gefühlen und werden immer groß geschrieben, wie zum Beispiel Hund, Baum oder Familie. Nomen haben Artikel, die das grammatikalische Geschlecht angeben. Ein Nomen kann männlich sein, wie zum Beispiel der Tisch. Ein Nomen kann aber auch weiblich sein, wie zum Beispiel die Zuneigung. Außerdem gibt es noch das sächliche Geschlecht, also weder männlich noch weiblich. Und dieses wird mit dem Artikel das gebildet. Beispielsweise das Bild. Das grammatikalische Geschlecht kann also männlich, weiblich oder sächlich sein. Ein Nomen kann einen bestimmten oder einen unbestimmten Artikel haben. Die bestimmten Artikel sind der, die und das. Und die unbestimmten Artikel sind ein und eine. Nomen haben eine Einzahl und eine Mehrzahl. Die Einzahl wird auch Singular genannt und die Mehrzahl Plural. Zum Beispiel ein Mädchen, viele Mädchen. Oder ein Baum, viele Bäume. Im Plural ist der Artikel immer die. Stoppe jetzt das Video und schreibe von folgenden Nomen den Plural mit Artikel auf: Der Tisch, der Ast, die Tasse, das Bild, das Bündnis. So, wenn das bei euch jetzt so aussieht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Nomen kann man an den Endungen heit, keit, nis, Schafft oder Tum erkennen, wie zum Beispiel Gesundheit, Ehrlichkeit, Bündnis, Freundschaft oder Reichtum. Fassen wir nochmal zusammen. Nomen sind Namen von Menschen, Tieren, Dingen, Pflanzen und Gefühlen. Nomen haben einen Artikel. Nomen haben eine Einzahl, Singular und eine Mehrzahl, Plural. Nomen kann man an den Endungen heit, keit, nis, schaft oder tum erkennen. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen, das Thema besser zu verstehen. Bis zum nächsten Mal.